Die wenigsten Leute können sich Silvester ohne Feuerwerk vorstellen. Ein Party mit Feuerwerk als Höhepunkt kann aber sehr durch Falschmanipulation zu fatalen Konsequenzen kommen, wo die Fest dann darauf hin zu einem Stimmungstief kommt. Worauf soll ich beim Kauf an der Manipulation von Feuerwerkskörper von der Klasse 1 oder von der Klasse 2 aufpassen? Ein anständigen und ein seriöser Produkt, den aus dem Moment BAM geprägt, wird am Anfang bescheinigt, dass der Produkt an der Klasse so zugelassen ist und dass den unbedenklich ist, vorausgesetzt, dass ihn so handhabt, wie ihn das soll. Was da speziell bei Kanner mit Feuerwerkskörper aufzupassen, wissen, dass die heute zu Lützburg nicht in Jugendlichen unter 16 Jahren zu verkaufen sind. Die jugendfreie Produkte zeichnen sich dadurch aus, dass sie eigentlich normalerweise keine Explosionskraft haben, das heißt, dass sie keine Knupperten, sie können aber natürlich sich ordentlich damit verbrennen und das auch auf keinen Fall gedurcht, für kleine Kanner so etwas anfangen zu gehen, ohne dass ihnen das in der Absicht hat. Also soll den mit den Kanner das zusammen machen, vielleicht schon ein bisschen wie frei, da sollte das kein Thema sein. Aber was sind Produkte von der Klasse 2? Das ist also alles das, was die frei kaufen, was Leute kaufen für Silvester. Du gibt es ganz kleine Sachen, die kann dann damit von der Straße zum Beispiel auslassen, weil gerade kein Auto kommen, wenn ein bisschen eine große Straße hat. Es gibt auch Produkte für die, wo ihr ein bisschen Platz braucht, sprich Kompakten, sprich Raketen. Also da gibt es den ganzen Kaufgeschirr, was den du dazu kann nutzen. Aber da gibt es natürlich auch Knupperten, die an dem Fall hier, wo da ein bisschen mehr hart Knupperte sind oder wo eine Explosion stattfindet, die sind natürlich auch immer nehmen für größer über 18 Jahre. Wo wird für einen Artikel als absolut aufzuruhen? Contrairement zu den Artikeln, zu den Knupperten und Böllern, die wir für Drogen gesehen haben, gibt es dann auch etwas, was ein nicht zugelassenes Produkt ist. Ich habe gesagt, in einer anderen nicht wen der Produzent ist. Es gibt keine Zulassung in dem Artikel, da das also ein Artikel, der gemeingefährlich ist, der vielleicht vom Effekt hier ein bisschen mehr her ist, mit dem aber für das körperliche Wohl ganz sehr kann zum Problem gehen. An so Sachen soll der vermeiden, an so Sachen soll der noch nicht kaufen. Wie aber worauf soll ich beim Lasslassen von Raketen aufpassen? Gefährlich ist es, wenn in ein Flash einfach Insel hinstellt, an eine Rakete guckt raus, noch einmal ein eitel Flash, wenn die Rakete ein bisschen größer ist, könnte ein bisschen wand, fällt die hin und die Rakete geht in eine unkontrollierte Richtung. Dafür soll den eigentlich probieren, einen Köst zu holen mit Flaschen dran. Das fällt viel Männer sehr. Etwas, was nach ganz Tags geholt wird, also so Prablis-Ständer ist etwas Feins. Mit der kann ihn auch sogar gegen die Wandrichtung ein bisschen dirigieren, wohin er das in Rakete soll fliehen. Wenn ihr dann den Prablis-Ständer nächstes Jahr an einen Kavel benutzen, soll den einfach ein Stück Staniol rundherum wickeln, weil da, wo die Raketenmutter rausbläst, da geht der Prablis-Ständer schwarz und das nächste Jahr nämlich schön für zu nutzen. Das sind also alle als Geschirr, was wir brauchen, für Raketen zu schießen. Wir haben hier natürlich auch Blut geguckt, das nicht an der Blut, was uns hindert, das nicht rundherum, was kann brennen. Also steht also im Friedefeier nicht mehr am Weg. Ja, wir holen uns dann eine Rakete. Die anderen die leihen auf einer sicheren Distanz, wie das von die Heute fortfliegt, sind die anderen nicht aufhängen. Wir stürchen so eine Ruhe und gucken, ob die Richtung passt, ob das alles proper ist. Wir ziehen den Schutz rauf. Sie sicher, dass kein Frieden Quell drin ist. Probieren ein, ob sie rausgeht. Fängen sie an und drehen sie weg. Und zu guter Letzt noch ein Message vom Spezialist? Ja, wichtig schenkt man zu sehen, nicht nur seine Friedefeier selber an Sicherheit aufzubrennen, mir gerade so wichtig schenkt man zu sehen, sich am Vierfeld mit dem Nopa aufzuschwätzen, ein bisschen Respekt für ihn zu haben, vielleicht nicht bis 3 Uhr an der Nacht zu knuppen, mir mal Zeiten abzuhalten, den Mann für darüber Bescheid zu suchen, den eventuell Haustieren hat, für dass den nicht mehr damit geheilt ist, was in Tieren fortlaufen. Vielleicht auch den anderen Tag, wenn er am Vierfeld mit dem Nopa aufgeklärt hat, rüber zu gehen beim Nopa, die Rakete bängeln oder den Dreck, den du leid, abzurafen, den aus einer jeden Dreckskiste zu geheilen, weil ein guter Nopperschaft das ja auch etwas wert. Mayo dann kann er nicht mehr schief gehen. Polis wünsche ich an dem Sinn die gute Rutsch an neue Tür. Zusammen für ihr!